Weißt du, welche Uhrzeit wir gerade haben? Nee, welche denn? Schlafenszeit. Ach, deswegen bin ich so schläfrig. Ja, lass uns schnell schlafen. Ja, alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Henry, das musst du dir unbedingt mal anhören. Was ist denn schon wieder? Na, hör's dir doch mal an. Ach, das Geräusch meinst du? Das ist... ein Dinosaurier. Hä? Ach, Jan, red kein dummes Zeug. Ein Dinosaurier macht... aber doch nicht Platsch. Der Dinosaurier sitzt doch beim Zahnarzt. Oh, tatsächlich? Der Dinosaurier spült sich doch nach der Behandlung den Mund mit Mundwasser aus. Und das spuckt er in das Waschbecken. Und das macht so laut Platsch? Das glaube ich nicht. Ja, dann lass uns doch mal nachgucken. Ja. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Da ist ja tatsächlich ganz viel Wasser. Ach, das ist bestimmt das Mundwasser. So viel? Na, du weißt doch, wie groß diese Dinosaurier sind. Aber das sieht hier gar nicht aus wie beim Zahnarzt. Und einen Dinosaurier kann ich auch nicht sehen. Oh, da hinten ist eine Leiter. Lass uns da mal hochklettern. Von dort können wir ihn bestimmt sehen. Oh, Entschuldigung, dürfen wir hier mal vorbei? Wir müssen den Dinosaurier finden. Wen wollt ihr finden? Den Dinosaurier. Er muss hier irgendwo sein. Er hat da drüben schon das ganze Becken voll gespuckt. Ja. Seid ihr verrückt? Nein, wir sind Jan und Henry. Und du bist bestimmt der Zahnarzt. Nein, ich schwimme hier. Das ist ein Schwimmbad. Keine Zahnarztpraxis? Aber was hat dann dieses Platschgeräusch gemacht? Das war ich. Ich springe die ganze Zeit ins Wasser und schwimme. Ach, da kam das Geräusch her. Na, das habe ich mir ja gleich gedacht. Oder auch nicht. Na, wollt ihr auch eine Runde schwimmen? Was? Wir schwimmen? Im Wasser? Ja. Oh ja! Ja! Das hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich aber ganz schnell schlafen. Du auch? Ja, ja. Gute Nacht, Henry. Ob ein Dinosaurier wirklich zum Zahnarzt geht? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Thank you.